Das Bundesprogramm Demokratie leben fördert deutschlandweit Projekte zur Demokratieförderung und in der Präventionsarbeit. Das Beratungsnetzwerk Hessen bietet Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Vereinen ein umfangreiches Beratungsangebot. Ziel ist es, demokratische Strukturen zu stärken, extremistischen Tendenzen vorzubeugen und Konflikte zielsicher zu bewältigen. Mitte November fand in Stadt Allendorf ein Vernetzungstreffen der Mitglieder statt. Intensiver Dialog und aktivierende Formen der Kooperation sorgen dafür, dass im jeweiligen Beratungsfall schnelle und flexible Hilfestellung geboten werden kann. Wir haben viele Beratungen im Kontext von Eltern von rechtsextrem orientierten Jugendlichen. Vereinsberatungen finden statt und das ist sehr zentral, die Beratung von Kommunen nach rechtsextremen Vorkommnissen. Wir bieten seit 2 Jahren ein eigenes Angebot für Kommunen, proaktive Beratung bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen an. Wir haben uns unter anderem sehr direkt auch an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Hessen gerichtet, wo wir gemeinsam überlegt haben, was kann man tun, damit die Stimmung nicht kippt vor Ort. In der Region Lumdatal, rund um die Gemeinde Rabenau im Kreis Gießen, kippte die Stimmung tatsächlich. Rechtsextremistische Kräfte bündelten sich und bedrohten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Doch die Gemeinden holten sich Hilfe über das Beratungsnetzwerk Hessen. So wurden im Lumdatal für die Betroffenen Kontakte zu Familienberatungen und zu Rechtsanwälten hergestellt. Darüber hinaus wurden Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger an einem eigens dafür eingerichteten runden Tisch erfolgreich unterstützt und beraten. Da gibt es eigentlich ein ganz gutes Prinzip, dass wir sagen, ob das Bürgermeister sind oder Schulleiter oder Dekan oder Pfarrer, sie müssen sich verantwortlich fühlen. Sie müssen, wie man so schön sagt, den Hut aufsetzen und müssen auch Haltung zeigen in der Öffentlichkeit. Müssen sagen, ja, das gehen wir an. Ich habe das Beratungsnetzwerk dazu genutzt, dass ich bei Bürgerversammlungen, bei Bürgergesprächen, da waren die immer mit am Tisch. Sie haben mich dort begleitet. Es ist immer ganz gut, wenn man einen externen Berater dabei hat, der mit viel Sachkompetenz gewisse Fragen viel besser beantworten kann, weil wir waren auch total überfordert am Anfang. Sie helfen uns, um das ganze Thema natürlich auch zu verzahnen. Das heißt, diese Gegenbewegung, wir hatten ja dann auch Bürgerproteste gegen Rechtsextremismus und das muss natürlich alles verzahnt werden, muss koordiniert werden und da fand ich es ganz hervorragend, dass uns dort Fachkompetenz zur Verfügung stand. Diese Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt des Beratungsverständnisses des Netzwerks. Über die unmittelbare Hilfe hinaus sollen die Beratungsnehmerinnen und Beratungsnehmer neue Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt bekommen und für zukünftige Problemlagen sensibilisiert werden. Dazu trägt auch die Bandbreite des Netzwerks bei. Ja, wir haben den großen Vorteil in diesem Beratungsnetzwerk, dass wir einen Expertenpool haben. Die ganzen Ministerien sind hier vertreten. Wir haben eine gute Zusammenarbeit auch mit Landeskriminalamt, mit Polizei, mit dem Innenministerium. Wir haben viele zivilgesellschaftliche Akteure im Beratungsnetzwerk, viele Träger. Und da können wir sehr gut Fachkompetenzen hinzuziehen, uns abstimmen und so gemeinsam uns unterstützen. So ist das Netzwerk auf die großen aktuellen Herausforderungen rund um die Integration der zahlreichen geflüchteten Menschen gut vorbereitet. Denn diese stoßen leider auch in Hessen immer wieder auf Ressentiments und Vorurteile. Es ist gut gerüstet zu sein mit Fakten oder mit Strategien der Gesprächsführung, aber eigentlich geht es um Emotionen, wie man Stück für Stück Verständnis schaffen kann, dass zum Beispiel Geflüchtete keine Welle oder Masse sind, sondern Menschen wie du und ich mit denselben Bedürfnissen. Das dauert, das ist kleinteilig und das ist ein langer Weg, aber läuft ganz gut gerade. Um diesen Weg auch weiterhin erfolgreich zu gehen, werden sich die Akteurinnen und Akteure im Beratungsnetzwerk Hessen auch in Zukunft bei Netzwerktreffen über ihre Arbeit austauschen. Was ich für mein eigenes Engagement oder für mein Leben mitnehme, ist das, was wir heute hier auch ein Stück erleben. Es ist für mich ein unglaublicher Reichtum, mit vielen, vielen Menschen zusammenarbeiten zu können, mich mit anderen zusammenzutun und eine Offenheit zu haben, dass neue Dinge passieren können und ich ein Teil davon sein kann. Das Bundesprogramm Demokratie leben hat viele Facetten. Es wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.